Durch Micha. Ist gut, bleibt gesund. Corona High Five. Wie lange hast du eingeplant für das Video? Scheißegal. Scheißegal. Hallo zusammen. Heute mit Malte und mir. Manche von euch werden Malte kennen. Und zwar geht es hier um das Thema Racing. In der gleichnamigen Playlist findet ihr alles, beziehungsweise alle Videos zu dem Thema. Wir, also Malte und ich, haben irgendwann beschlossen, dass Track Days ziemlich cool sind und Malte kommt aus dem Slalomsport. Aber die nächste Stufe sind echte Rennen. Das heißt, mit Rennlizenz, mit einem Auto nach Reglement aufbauen und echte Rennen fahren, quasi wie die Großen. Das Ganze wird dokumentiert, aber ich will gar nicht so viel erzählen, denn dazu gibt es bereits Videos. Wie gesagt, in der Playlist Racing, schaut euch die an. Der Grund, warum wir in der Konstellation jetzt gerade hier sitzen, es gab viel zu lange nichts zu diesem Thema. Ich habe viel über den Clio gesprochen, ich habe eure Fahrzeuge vorgestellt und diverse andere Videos hochgeladen, aber unser Lieblingsthema, dazu gab es in letzter Zeit nichts und wir sind euch, den Sponsoren und allen anderen ein Statement schuldig und da würde ich sagen, bringen wir euch einmal kurz auf den aktuellen Stand. Malte, wie sieht's aus? Ja, wie sieht's aus? Situation ist die, dass uns Corona halt auch in Sachen Motorsport leicht aus dem Leben gehauen hat, sage ich jetzt mal vorsichtig. Apropos, wir haben hier eine Corona-Trennwand und schöne Spuckscheibe. Eine Spuckscheibe und natürlich den erforderlichen Sicherheitsabstand von 1,5 Metern. Das ist hundertprozentig korrekt. Also kann uns überhaupt gar nichts passieren. Nicht nur Überrollbügel retten Leben, sondern auch 1,5 Meter Abstand. Und auch Zollstück. Auch Zollstück. Ja, genau, sorry. Kitzeln. Nein, Situation ist die, wir waren schon relativ weit im Projekt. Das Fahrzeug war lackiert, Überrollbügel eingebaut durch Micha, diverse Karosserieteile entfernt. Gut, das macht man eh vom Überrollbügel-Einbau, aber ich sag mal, das Auto war schon wirklich komplett clean, dass wir hätten sagen können, jetzt montieren wir Shortshifter, Lenkrad haben wir uns besorgt. All diese Parameter, Haubenverschlüsse, alles, was letztendlich das Auto zum Motorsport-Rennauto komplettiert. Und das Auto kam frisch aus der Lackierung. Das war jetzt der letzte Standpunkt, den wir hatten. Wir haben es halt, wie Socki schon in dem einen Video da angekündigt hat, in schwarz-matt, dunkelgrau lackiert. Und das ist jetzt so der letzte Stand. Wir hätten viele Wochenenden damit verbringen können. Wahrscheinlich wäre das Auto auch schon fertig gewesen. Wir hatten ja das Rollout für Anfang April geplant. Quasi um Ostern rum wäre es der erste Trackday gewesen, um das Auto zu präsentieren und zu fahren. Wir hatten riesengroße Vorfreude darauf. Und das ist jetzt leider aufgrund von Corona ins Wasser gefallen. Aber wir sind dran und sind im regen Austausch miteinander, sprechen viel, um möglichst schnell, wenn das Ganze vorbei ist und alle gesund geblieben sind, das ist wirklich vorrangig wichtig, Gas zu geben und das Auto fertigzustellen. Genau. Ihr seid bestimmt auch alle betroffen davon, in welcher Form auch immer und bei uns seid genauso. Angefangen damit, dass wir unsere Rennlizenz eigentlich hätten schon längst machen sollen. Genau, das ist auch ein wichtiger Punkt. Genau, auch die war mit dem Trackday verknüpft, dieser ist flach gefallen und ohne Praxis gibt es halt auch keine Rennlizenz, daher den Rollout hätten wir machen können mit dem Toyota Racing Club am Bilsterberg, die uns angeboten haben zu helfen. Genau. Aber auch denen sind jetzt die Hände gebunden. Das heißt, es hat sich einfach alles verzögert und dementsprechend auch einfach aus Respekt oder aus gesunder Vorsicht haben wir gesagt, wir werden nicht weiter an dem Auto bauen. Wie Malte mich vorhin beschrieben hat, alle Teile sind da, also alle Cup-Teile eigentlich. Genau, alles was wir brauchen. Nur Reifen haben wir noch nicht, aber Felgen, alles andere, was da im Paket drin war, alles vorhanden. Genau, das heißt Shifter, Fahrwerk, Felgen, Bremsen etc. Also da ist alles wirklich da. Genau. Vieles muss einfach nur noch verbaut werden und lackiert ist es alles. Das heißt, also ich glaube, wenn wir uns da jetzt, sobald es die offizielle Freigabe gibt, dass man jetzt nicht mehr Abstand halten muss etc., würde ich sagen, brauchen wir noch effektiv eine Woche, damit das Auto fahrbar ist. Wir sind quasi genau an dem Punkt, wo es richtig Spaß macht, alles fertigzustellen. Genau. Und, aber es wird auch bald wieder Spaß machen. Also von daher müssen wir einfach die Zeit überstehen und gesund bleiben. Richtig. Genau, das als kurzes Update. Also es geht auf jeden Fall weiter. Wir werden definitiv
sobald es uns möglich ist, dieses Jahr starten. Und wir werden euch Renn-Action liefern und wir werden auch richtige Rennen fahren. Und alles dokumentieren wie immer. Bis hin zu jeder Schraube, bis hin zu jedem Cent, so wie ihr das haben wollt. Schreibt immer unter die Kommentare, was ihr wissen wollt. Und zu guter Letzt müssen wir uns natürlich bei unseren Sponsoren bedanken. Genau. Ganz großes Dankeschön. Ja, riesengroßes Dankeschön an all unsere Sponsoren. Und also an der Zahl sind es sogar ziemlich viele. Das ist peinlich, dass ich so einen Zettel hier rausfischen muss. Das ist ein kleiner Zettel, aber komplett vollgeschrieben. Also von daher... ja. Ja, das macht man eigentlich nicht. Aber ganz ehrlich, ich kenne uns. Nachher vergessen wir irgendeinen. Ja. Und das ist ja nicht einfach mal... Ist ja eine große Sache. Ne? Ich meine, es sind immerhin schon ein paar Werte im Spiel. Ist ja nicht so, wie jemanden beim Radio zu vergessen zu grüßen. Also von daher habe ich mir das einfach notiert. Also... Die Reihenfolge ist völlig egal, steht nicht dafür, wer uns wie in welcher Form unterstützt. Aber riesengroßes Dankeschön an 55 Parts, an WM Autoteile aus Paderborn, an Matrans, kürzlich dazugekommen, an ZEP von Anfang an dabei, an Burkhardt Engineering, an SCG Automotive, die unser Auto folieren werden, und an den Teuto Racing Club, die uns ermöglichen, das Auto auf dem Bilsterberg zu testen. Und... zu guter Letzt natürlich an Micha von Mods Tuning. Ist zwar in dem Fall kein Sponsor, weil Teamkollege, aber sein Support ist schon ziemlich krass und enorm und auch essentiell für uns eigentlich. Sehe ich genauso. Und ohne Micha und Mario und Co. und alle, die uns geholfen haben, wären wir definitiv nicht an dem Punkt, an dem wir jetzt schon sind. Und da bleibt eigentlich nichts anderes über, als nochmal recht großes Dankeschön so auszusprechen. Ja. Und ich bin mir sicher, dass wir es zeitnah halt wieder in Angriff nehmen können. Und, ja. Genau. Also wir hoffen, dass ihr dranbleibt. Wir hoffen, dass der Channel wächst, sodass es sich auch irgendwie lohnt, diesen ganzen Aufwand, den wir machen. Ich meine, es ist eine Sache, sich zu entschließen, irgendwie ein Auto zu bauen, eine Rennlizenz zu machen, sich die Klamotten zu kaufen und wirklich Rennen zu fahren. Aber es ist eine andere Sache, das wirklich penibel zu dokumentieren. Einfach, dass es einen gewissen Mehrwert gibt. Daher hoffen wir, dass das Ganze wächst und Zuspruch findet. Ich meine, es wächst, was wir super cool finden, aber wir hoffen, ihr bleibt dran, obwohl wir jetzt eine etwas große Lücke haben und nicht wissen, wann wir die schließen können. Aber sobald das möglich ist, werden wir das tun, versprochen. Genau. Alles klar, Corona High Five. Macht's gut, bleibt gesund und bleibt dran. So machen wir's. Ciao. Ciao. Jetzt hätte ich schon die Scheibe putzen, mein Lieber, aber Scheiße. Ja.